Bei dem Video jetzt geht es darum, ein paar Grundlagen zu schaffen. Und Grundlagen ist so ein bisschen wie Hausaufgaben. Magst du Hausaufgaben? Nee. Oh, also eigentlich mag er Hausaufgaben. Ja, ich mag Hausaufgaben. Ja, ich mag Hausaufgaben. Aha. Ja. Und das ist so ein bisschen diese Grundlagen schaffen wie Hausaufgaben für euch. Das heißt, ihr könnt immer vor jedem Training, was ihr macht, also wir zeigen nachher immer nur noch den Kern von der quasi Unterrichtseinheit, und ihr könnt immer diese Hausaufgaben quasi vorweg machen, sodass ihr quasi Grundlagen der Koordination schafft und Grundlagen der allgemeinen Fitness schafft, die ganz spezifisch sind fürs Unterliegen und fürs Kämpfen und natürlich auch so riesen Spaß machen. Und damit fangen wir jetzt direkt an. Okay? Auf geht's. Los. Hopp, 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 hopp. Dann bewegt sich die Nudel und ihr hüpft immer über die Nudel, ohne drauf zu kommen. Die nächste Schwierigkeitsstufe ist, ich hüpfe über die Nudel und fasse den Boden an. Hüpft drüber, fasst den Boden an. Hüpft drüber, fasst den Boden an. Nächste Schwierigkeitsstufe ist, ich hüpfe drüber, fasse den Boden an, mach die Beine weg und sprawl. Der Sprawl ist eine ganz wichtige Bewegung, um einen Takedown zu verhindern. Das heißt, wenn der nur noch mich werfen will und will meine Beine greifen, dann kann ich mit dem Sprawl meine Hände dazwischen bringen, zwischen seinen und meinen Körper, und dann springe ich mit meinen Beinen nach hinten weg und löse den Griff dadurch und bringe meine Beine in Sicherheit. Ist hüpfen, hocke, sprawl. Hocke, hüpfen, hocke, sprawl. Hüpfen, sprawl. Hüpfen, sprawl. Okay? Gut, du fängst an. Okay. Ja, super. Hüpfen, hocke. Komm, hüpfen, Boden anfassen. Jawohl, hüpfen, Boden anfassen. Gerade hüpfen, beim Hüpfen mich angucken. Jawohl, super. Okay, jetzt hüpfen, sprawl. Komm, hüpfen, sprawl, Boden. Hüpfen, sprawl. Oh, ja! Gut, okay, und jetzt Boden anfassen. Boden anfassen. Und Boden anfassen. Jetzt Sport. Und Boden anfassen, Sport. Und andere Seite. Hocke, hüpfe, Unicorn und Sport. Nicht stürzen. Ist der Shrimp. Für den Shrimp, den brauchen wir ganz oft, den brauchen wir zum Beispiel immer dann, wenn der andere jetzt zum Beispiel auf mir drauf liegt, dann muss ich hier rausschrimpen können. Auch wenn er drauf sitzt, kann ich schrimpen, um hier rauszukommen. Und bei dem Shrimp benutze ich meine Hüfte. Gut, kann es so sein. Und das Ganze sieht als Solo-Drill dann folgendermaßen aus. Richtig hinsetzen. Ich liege auf dem Rücken, jetzt drehe ich mich zur Seite auf meine Schulter. Und jetzt bewege ich meine Schulter von diesem Punkt nicht mehr weg. Ich habe meine Beine angezogen und drücke mich mit meinen Beinen ab, hebe meinen Hintern etwas vom Boden ab und schiebe den Hintern jetzt hoch bis auf Schulterhöhe. Dann rutsche ich mit meinem Oberkörper nach, liege wieder auf dem Rücken. Jetzt mache ich das Ganze zur anderen Seite. Das heißt, ich drehe mich zur Seite, ziehe meine Beine an und drücke mich von hier aus ab und schiebe den Hintern hoch. Dann gehe ich wieder zur anderen Seite und schiebe den Hintern hoch. Dann gehe ich zur anderen Seite. Nennt sich bei uns der Shrimp und ist die essentielle Bewegung für den Bodenkampf. Dann Shrimp mal, Jungs. Komm. Sollte bei euch jetzt auch jemand dabei sein, der dieses macht, wie wir es gerade vielleicht auch gesehen haben, dass ich praktisch die Beine angezogen, aber dann versucht man, die Schulter hochzuschieben. Ja, dann ist es kein Shrimp, da schiebe ich mich einfach nur nach hinten weg. Diese Besonderheit beim Shrimp ist, dass die Schulter sich nicht vom Fleck bewegt, aber der Hintern. Und dann kommt so ein Knick in den Körper rein. Und um das zu unterstützen, gibt es ein kleines Bild als Hinweis. Das verrate ich immer so ein bisschen. Ihr müsst euch vorstellen, ihr liegt so im Bett, und dann merkt ihr so ein Grummeln im Bauch und ihr merkt so, oh, das gibt einen dicken Pups. Und dann denkt ihr, oh, nicht in die Matratze, das stinkt 3 Tage. Und dann denkt ihr aber auch nicht in die Bettdecke. Und dann wollt ihr den Pups rauslassen aus dem Bett und zwar zwischen Matratze und Decke durch. Ja? Und dann auch mal zur anderen Seite ein. Und dann geht das fröd, fröd, fröd. Das ist das Bild,
mit dem wir helfen können. Und die andere Übung ist so, ich stelle mich einfach als Papa oder als Mama breitbeinig hin und der Nono kommt jetzt hier drunter und liegt mit dem Kopf in die Richtung. Genau. So, und ich stehe ungefähr so auf der Höhe von seinem Brustkorb, hier, unterhalb von dem Schlangen. Jetzt geht er hin und nimmt beide Hände hier und hier hin, auf eine Seite, schaut darüber, legt sich auf die Seite und jetzt schiebt er seinen Hintern zwischen meinen Beinen durch. Genau so. Jetzt gehe ich auf die andere Seite, hier. Jetzt nimmt er mein nächstes Bein, hier, und schiebt wieder den Hintern raus. Und so können wir uns dann fortbewegen. Guck mal, das ist ja jetzt ziemlich cool. So, jetzt drückt er sich ja ab und schiebt sich raus. Zack, drückt sich ab und schiebt sich raus. Zack, drückt sich ab und schiebt sich raus. Zack, drückt sich ab und schiebt sich raus. Und so können wir den Shrimp quasi direkt, ja, üben. Viel Spaß.